ein großes Projekt ansteht, was eine sehr enge Deadline hat, was einen sehr engen Projektzeitraum hat, dass es da auch 60, 70 Stunden Wochen geben kann. Zum Einstieg kann man ja schon so sagen, der Punkt, wo man bei den Big Four am ehesten noch halt kurzfristig zumindest eher was einbußen muss. Ne? Wenn man es jetzt auch mal vergleicht, sage ich mal, natürlich mit irgendeiner Bulge-Bracket sowieso, aber auch eben quasi mit irgendeiner Boutique, wo du halt bei der Boutique dann, sag ich mal, vielleicht jetzt nicht dieses große Netzwerk von hast. Ne? So, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um ein Thema, das immer wieder in diversen Internetforen behandelt wird, aber irgendwie niemand sagt dazu öffentlich was. Von dem her freue ich mich super, dass der Yannick hier dabei ist. Yannick, servus, hi. Gerne. Yannick arbeitet bei den Big Four in Transaction Services und heute wollen wir mal vergleichen, was sind denn eigentlich wirklich die Unterschiede zwischen den Big Four und größeren Investmentbanken, M&A-Boutiquen, weil das eine häufig diskutierte Frage ist. Und von dem her sehr, sehr cool erstmal, dass du hier dabei bist, dass du hier deine Erfahrung mit uns teilst. Vielleicht einmal ganz kurze Vorstellung. Wir haben ja schon mal ein Video gemeinsam gemacht. Das heißt, das findet ihr da oben alles über Yannicks Werdegang, auch nochmal seinen Arbeitsalltag und so weiter. Von dem her vielleicht nochmal ganz kurz, wer bist du, was machst du gerade? Und dann steigen wir wirklich direkt in den Vergleich ein. Genau, also mein Name ist Yannick Maurer. Ich bin seit 1,5 Jahren im Transaction Services, spezialisiert im Bereich Financial Due Diligence. Habe vorher in Paris im Banking gearbeitet, dort sowohl im DCM als auch im Real Estate Finance und bin Absolvent der Johannes Gutenberg Universität. Was war deine Entscheidung, dass du bei den Big Four einsteigst? Es gibt ja super viele Möglichkeiten, es gibt kleine Boutiquen, größere Boutiquen, Banken, Industrie etc. Warum Big Four für dich? Genau, also die Big Four war für mich immer ein auch Ziel im Studium gewesen, weil man immer gehört hat, boah, das ist die Kultur dort ist so spannend und die Leute sind cool und das ganze Umfeld ist etwas junger, etwas dynamischer. Und deswegen habe ich mich darauf gefreut, dort mein Praktikum zu machen und mir hat es dann so gut gefallen tatsächlich am Ende, dass ich gesagt habe, okay, diese ganzen kulturellen Aspekte, die ganzen menschlichen Aspekte sind extrem vorhanden. Und das Zweite ist, was ich auch in Zukunft auch sehen werde, dass sich diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Beratungsfirmen sehr im Wandel befinden, im Sinne von, das sind in Zukunft dann auch, wir haben strategische Partnerschaften in Silicon Valley, dass das auch Technologieberatungsunternehmen werden. Und da ist die Big Four eine sehr zukunftsorientierte Branche tatsächlich. Mhm. Okay. Hattest du dich dann auch wirklich aktiv irgendwie damit auseinandergesetzt, okay, irgendwo woanders einzusteigen? Also hast du wirklich so für dich selber irgendwelche Vergleiche angestellt? Okay, was sind jetzt die Vorteile, was sind die Nachteile? Hast du dich damit auch wirklich auseinandergesetzt? Ja klar, also gerade deshalb, weil ich aus dem Banking eigentlich ursprünglich komme und auch ursprünglich immer gesagt habe, oh, das, was meine Eltern vielleicht gemacht haben, das könnte ich ja irgendwie auch werden. Und letztlich habe ich mich dann dazu entschieden, das nicht zu machen. Gerade aus den Aspekten, die ich genannt habe, das sind vor allem kulturelle Aspekte, das sind vor allem, wie geht man miteinander um, wie ist so das, auch die Idee der Zusammenarbeit und vor allem, welche technologischen Entwicklungen gibt es da, aber auch bei M&A-Boutiquen habe ich mich beworben, ganz klassisch, ne? Man streut ja erstmal so ein bisschen und es ist dann doch vorteilhafter, 3, 4, 5 Jahre bei Big Four zu sein, um einfach diese Lernkurve, diese Steile mitzunehmen. Gerade wenn man sich vorstellt, wie viel dort in die Ausbildung der Mitarbeiter investiert ist. Wir haben dieses Jahr Digital Hub Upskilling. Das sind ganz, ganz wichtige Prozesse, die man bei sehr wenigen Unternehmen in der Form sieht. Und deshalb habe ich mich am Ende für Big Four entschieden. Okay, dann lass uns da mal vielleicht so ein bisschen vergleichen. Dann würde ich immer so ein bisschen den Investmentbanking M&A-Boutiquen-Part übernehmen. Disclaimer, falls es jemand in den Kommentaren sagt, ich habe zwar jetzt selber noch nicht, ich war jetzt noch nicht Analyst irgendwo, aber ich weiß ja trotzdem ganz gut Bescheid. Von dem her werde ich so ein bisschen diesen Part übernehmen, du übernimmst so ein bisschen dann den Big Four Part, beziehungsweise wir vergleichen einfach mal die einzelnen Punkte, ein paar verschiedene Kriterien mal durchgehen, sodass jeder für sich dann selber ein bisschen die Meinung bilden kann, was dann mehr anspricht. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Punkt Nummer 1 an, der meiner Meinung nach eigentlich mit die größte Rolle spielt oder der so ein bisschen das Entscheidende ist in diesem Transaction Advisory M&A Bereich, die Arbeitszeit. Na, da würde ich vielleicht mal starten. Bei großen Investmentbanken hatte ich ja schon einige Interviews gemacht, sei es mit Bammel, Rothschild etc. Ist halt schon so, wenn du da erwartest, unter 70 Stunden zu arbeiten, dann ist halt schon ziemlich naiv, vor allem im Praktikum oder in den ersten Jahren zumindest. Auch, dass am Wochenende mal was gemacht werden muss, wenn es eben gerade stressig ist,
ist halt komplett normal. Da musst du dich drauf einstellen, dass es so um 9:30 losgeht vormittags und dass man auch gut mal länger als 12 bleibt. Oder das ist halt genau im Endeffekt. Und das halt auch mal teilweise, je nachdem. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich auch mal mit ein paar Freunden gesprochen, wo irgendwie die ganzen Banken oder Boutiquen quasi irgendwie ein bisschen underhired haben für den Sommer und dann gemerkt haben, okay, wir haben jetzt halt 2 Praktikanten sitzen, wo wir normalerweise 8 sitzen haben, dass man halt auch mal wirklich bis um 3-4 Uhr mal eine Woche lang bleiben muss. Das heißt, das sind eben da die Arbeitszeiten, ist natürlich nicht überall so. Ne? Du hast auch Privatbanken, die M&A anbieten, auch auf einem hohen Niveau oder Boutiquen, kleinere Small-Cap-Boutiquen beispielsweise, wo du halt auch schon 50-60 Stunden ganz realistisch haben kannst. Aber sag ich mal, das ist so ein bisschen bei den größeren Investmentbanken-Boutiquen schon so die Norm. Wie ist das bei den Big Four? Ja, also bei den Big Four ist es, kommt es eigentlich immer drauf an, wie groß das Projekt ist und vor allem auch, welche Rolle man selbst in den Projekten annimmt. Also klar ist, wenn ein großes Projekt ansteht, was eine sehr enge Deadline hat, was einen sehr engen Projektzeitraum hat, dass es da auch 60-70 Stunden Wochen geben kann. Aber es ist natürlich auch so, und das finde ich persönlich so wichtig, dass wenn mal ein Leerlauf ist, dass mal, wenn der Datenraum noch nicht offen ist, dass man auch sagen kann, okay, jetzt ist jetzt hier 18.30 Uhr, 19 Uhr, ich kann jetzt auch nach Hause gehen, weil heute kommt nichts mehr. Also das geht auch. Das heißt, wir haben sowohl die, großen Arbeitszeiten, wo es auch wirklich dann bis spät in die Nacht geht, aber wenn man da ein sehr gutes Team hat und die Kommunikation stimmt, weiß man das in der Regel auch, wann denn mal so eine Night Session, wie wir es manchmal nennen, auch einfach stattfindet. Und man kann sich auch so ein bisschen drauf vorbereiten. Dann bestellt man Essen zusammen, man ist immer im Team, man ist nie alleine. Und das fand ich dann auch immer so cool, dass ich nicht als Prakti dann letztlich irgendwie alleine in einem Teamraum saß, alle Lichter gehen aus und du sitzt an deinem Rechner und excelst da vor dich hin, sondern es ist immer das Team, das zusammen bleibt. Aber gerade als großer Eintracht Frankfurt-Fan muss ich sagen, wenn die Eintracht um 18 Uhr Europa League spielt, dann muss ich halt schon meinem Team mal sagen, hey Leute, ich würde heute gerne da hingehen. Und dann ist das in der Regel auch kein Problem. Also so flexibel ist man bei den Big Four tatsächlich. Okay. Und nächster Punkt vielleicht mal so ein bisschen. Ich meine, die Leute arbeiten jetzt da nicht ohne Grund so viel. Ne? Das ist jetzt nicht einfach so, ja, ihr müsst halt einfach so viel arbeiten oder so, sondern es ist ja auch so, dass man halt auf super, super entscheidenden Projekten gestafft ist. Das ist ja oftmals auch der Fall irgendwie. Da ist es halt super, super zeitintensiv, dass es möglichst schnell fertig ist, ja. Weil man bei den großen Investmentbanken, bei den führenden Boutiquen eben wirklich sehr am Kern der Wirtschaft arbeitet. Ne? Also wirklich bei den allergrößten Deals irgendwie von wirklich großen Industriekonzernen oder was auch immer, bei wirklich sehr halt Übernahmen, Mitarbeiter, die dann am nächsten Tag in der Zeitung stehen oder so teilweise. Wie ist das bei den Big Four? Also ist man da auch bei solchen Deals mit dabei? Ist es eher quasi, dass man eher kleinere Deals quasi abwickelt? Wie ist das so im Vergleich? Genau, also die große Mehrheit unserer Deals sind letztlich im Mid- und Small-Cap ja eingesiedelt sozusagen. Das sind ja meistens Käufe im Bereich der Zuliefererstrukturen von natürlich auch großen Konzernen. Egal, ob das jetzt ein Automobilzulieferer ist oder ein Pharmakonzern oder im Healthcare-Bereich. Aber es gibt natürlich auch Small-Cap-Deals, die auch super spannend sind, gerade für Praktikanten, gerade für Einsteiger, die sich auch mit der ganzen Materie der Deals noch nicht so auskennen, wo man natürlich auch viel lernen kann. Die sind zwar ziemlich kleiner, stehen auch natürlich nicht in der Zeitschrift, vielleicht in irgendeiner regionalen Zeitschrift, aber in der Regel wird davon in der Zeitung, in der großen Zeitung, der Handelsblatt oder so nicht berichtet. Mhm. Aber natürlich ist es auch so, und das sehen wir auch, wenn wir uns die Merger-Market-Zahlen anschauen, die Big Four haben einen riesen Schritt getan, sich auch auf diesem Markt zu etablieren. Also das hat jetzt nicht mit dem Volumen zu tun, sondern vor allem mit der Anzahl an Transaktionen, die abgewickelt werden. Natürlich baut man sich da eine gewisse Reputation im Sektor auf, und das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Okay, also sag ich mal, hast du dann ab und zu irgendwie das Gefühl auch, dass du jetzt in dem Bereich sagst, okay, da würde ich mir schon irgendwie ein bisschen mehr wünschen? Oder ist halt so eher so das Gefühl, im Endeffekt ist es eigentlich Schnurz? Also ich hätte nichts dagegen, wenn ich eines Tages mal im Finance-Magazin stehe als Dealmaker von, weiß ich, der Fusion von XY und OZ Company. Ja. Das wäre natürlich cool.
Und da ist natürlich auch der, sag ich mal, die Vorstellung eines jeden Mitarbeiters, da irgendwann mal groß rauszukommen durch irgendeinen Deal. Aber das ist nicht wesentlich, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, hast du in diesem Deal deinen Beitrag dazu geleistet, dass dieser Deal am Ende stattfindet? Hast du alle Fragen beantworten können? Hast du alle Risiken ermitteln können? Mhm. Hat am Ende der Kunde gesagt, okay, wir machen den Deal, es wird gekauft oder wir haben einen fairen Kaufpreis, wir können unseren Geschäftsbereich verkaufen im Carve-out? Also es ist eigentlich nicht entscheidend letztlich, ob du am Ende in der Zeitschrift stehst, weil nehmen wir uns nichts vor, unter den größten amerikanischen Investmentbanken stehlen tatsächlich sehr viele Leute in der Zeitung, aber wer erinnert sich an diese Leute, wenn es nicht der Deal Bayer Monsanto oder sonst war, wer erinnert sich daran, wen interessiert das eigentlich? Natürlich ist die Reputation wichtig, aber wenn ich mal jetzt gucke, ich bin jetzt 1,5 Jahren schon dabei, ich habe auch ungefähr 15 bis 20 Deals mitgemacht. Natürlich waren das nicht alle Riesendinger, aber es war auf jeden Fall super spannend und super lehrreich. Okay, dann vielleicht nächster sehr heikler, sehr interessanter Punkt, Gehaltsmöglichkeiten. Da wollen wir, da will ich jetzt auch gar nicht in die Bredouille bringen, da wirklich über ganz klare Zahlen zu sprechen. Das kann man sich, wenn man ein bisschen recherchiert im Internet, kann man da eigentlich ganz gut was mitbekommen, sage ich mal. Das ist ja vor allem zum Einstieg, kann man ja schon so sagen, der Punkt, wo man bei den Big Four am ehesten noch halt kurzfristig zumindest eher was einbußen muss. Ne? Wenn man es jetzt auch mal vergleicht, sage ich mal, natürlich mit irgendeiner Bulge-Bracket sowieso, aber auch eben quasi mit irgendeiner Boutique, wo du halt bei der Boutique dann, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht dieses große Netzwerk von hast, ne? diese Exit-Möglichkeiten unbedingt. Wie würdest du damit umgehen? Genau, also klar ist natürlich Disclaimer, großer Compliance-Disclaimer, man kann nicht über Zahlen reden, das ist klar, das ist vertragsrechtlich geregelt, aber man kann zumindest eine Indikation geben, was in dich eigentlich investiert wird. Und klar ist die Komponente Gehalt und Bonus und sonstige Zahlungen extrem entscheidend und wichtig für uns alle, aber bei den Big Four zählt eine Sache noch viel mehr und das ist vor allem die Investition in die Person selbst. Das heißt, vor allem in die Ausbildung der Person, hat sie noch was vor, zum Beispiel den CFA zu machen, ACCA zu machen, möchte die Person vielleicht auch Wirtschaftsprüfer werden. Also da wird ziemlich viel Budget zur Seite gestellt, das man dann verwenden kann und wo man dann sehr viel in die eigene Ausbildung stecken kann. Ohne jetzt aber direkt, wie du aus deiner Erfahrung wahrscheinlich auch weißt, wie viel man mit Bulge Bracket verdient etc. Mhm. Natürlich ist es weniger. Es ist offensichtlich, da braucht man nur einen Blick in Glassdoor zu werfen oder sonstige gute Seiten. Außer Foren, wo irgendwelche Kinder. Genau, ganz wichtig, genau, nicht in irgendwelchen Foren, wo irgendwelche Kinder irgendwas glauben gehört zu haben, wo sie nie selbst drin gesteckt haben. Also das ist ganz wichtig. Klar, es wird viel investiert in dich selbst. Das ist die Prämisse der Big Four, aber natürlich ist es auch kein Geheimnis, dass viele Manager-Grade auch dann irgendwann sagen, okay, Work-Life-Balance spielt auch eine entscheidende Rolle, wie viel Flexibilität habe ich eigentlich in meinem Leben, wenn ich diesen Beruf ausübe und wo könnte ich gegebenenfalls danach vielleicht besser verdienen, einen anderen Arbeitsalltag haben, und das zählt für mich persönlich auch viel, viel mehr als dieses erste Einstiegsgehalt. Mhm. Und wie viele Personen beobachtest du, die dann von dem Big Four auch einen Exit relativ zeitnah anstreben? Also ist das so, also du hast ja gemeint, okay, Big Four, Netzwerk, kollegial, flache Hierarchien. Ist es dann auch so, dass die Leute da tendenziell auch länger bleiben und wirklich Karriere machen? Oder ist es dennoch so, dass es quasi, also sage ich mal, bei kleineren Boutiquen oder so ist das schon eher so, wenn man da einsteigt, dann eigentlich auch mit dem Ziel, dass man da längerfristig bleibt, sage ich mal. Wenn du dich für M&A interessierst irgendwie, dass man das macht, sage ich mal, wenn du jetzt vorhast, dann einen Top-PE-Exit zu machen oder so, würde ich schon eher empfehlen, irgendwie eine sehr möglichst große Brand irgendwie mitzunehmen. Wie ist es so bei den Big Four? Genau, also die Big Four haben gerade, was so die letzten Jahre anbetrifft, im Transactions-Bereich extrem aufgeholt. Das heißt, wenn es früher hieß, sage ich mal, in der Corporate Finance Beratung gehe ich dann in Corporate M&A zum Beispiel, oder ich gehe in das Controlling, in das Beteiligungscontrolling zum Beispiel, sehen wir immer mehr Leute, die dann auch zu M&A-Boutiquen in Frankfurt wechseln, die natürlich nicht an die Bulge Bracket, sage ich mal, irgendwie direkt drankommen, sondern aber auch sehr nah dabei sind. Ja, da gibt es
einige Firmen, die heiern extrem viel von unseren Leuten ab. Warum? Die Aussage, die Information ist letztlich ganz einfach, denn wir haben gut ausgebildete Leute, die haben sich sehr lange ausbilden lassen, bringen viel Accounting-Know-how mit, bringen viel Transactions-Erfahrungen mit, und da wird man gut und gerne auch geheiert tatsächlich. Ja. Mhm. Wie läuft es dann ab? Ist es auch möglich quasi, dass man innerhalb der Big Four den Bereich wechselt? Also sag ich mal jetzt bei einer großen Bank oder vor allem jetzt bei einer Boutique, da hast du jetzt auch nicht so viel Warenwirtschaft. Ich meine, bei einer Bank schon mal nochmal mehr. Wie ist es bei Big Four? Sagen wir mal, wenn du jetzt 3 Jahre Transaction Services gemacht hast, dann auf einmal sagst du, möchtest ins Energy, irgendwie ins Consulting wechseln oder so. Ist das dann relativ problemlos möglich oder ist das eigentlich nicht gängig? Ja, es ist dieses Branchenwechseln hängt natürlich damit zusammen, welche Tätigkeiten man bei uns und in welchen Teams vor allem und auf welchen Projekten man tätig war. Also wenn ich jetzt beispielsweise über 2 Jahre irgendwie einen Carve-Out für einen Energy-Konzern gemacht habe, dann habe ich diese Branchenexpertise, dann kann ich damit auch ein bisschen Signaling betreiben. Ne? Das ist ganz klar, wenn man da diese Branchenexpertise mitbringt. Ich glaube, ansonsten ist man sehr global aufgestellt. Man hat natürlich die fundamentalen Hard-Skills gelernt, man hat die aktuellsten IT-Skills auch drauf und kann sozusagen auch branchenübergreifend starten. Aber so die typische Rolle für den Exit ist ja meistens dann M&A-Boutiquen, die hiren, aber auch Controlling-Abteilungen für Großkonzerne. Mhm. Und das ist so der typische Exit auf Manager-Level dann wahrscheinlich. Und ja, man muss auch dazu sagen, die Senior Associates oder die noch etwas jüngeren Grades gehen dann doch tendenziell eher zu M&A-Boutiquen, um nochmal ein bisschen mehr in diese Dienstatmosphäre ein bisschen Luft zu schnuppern. Mhm. Okay, top. Würdest du sagen, dass es Sinn macht, wenn man vorhat, irgendwie bei einer Bulge-Bracket zum Beispiel zu arbeiten, dennoch auch mal bei den Big Four was zu machen? Zum Beispiel ein Praktikum während dem Studium? Oder würdest du sagen, why? So. Also was ich jetzt in den 1,5 Jahren bemerkt habe, gerade was die Exits der Praktikanten, nennen wir es jetzt mal Exits der Praktikanten betrifft, die nach dem TS-Praktikum waren halt schon dabei Leute, die es direkt in Investmentbanking geschafft haben. Natürlich zählt da viel mehr dazu. Das ist nicht nur dieses Praktikum, sondern das ist auch Background, das ist auch Uni und so weiter. Auch gutes Coaching ist auch am Stüssel. Das ist natürlich entscheidend. Aber wir sehen sehr viele Praktikanten, die bei uns die fundamentalen Themen im Transactions kennenlernen und dann in den Interviews für die Investmentbanken, sei es in London, sei es in Frankfurt, auch direkt anwenden können in den Interviews. Das heißt, in diesen 1,5 Jahren habe ich schon viele Interviews mitbekommen, die dann gesagt haben, so, ich muss heute früher weg, ich habe ein Telefoninterview mit, was weiß ich, irgendeiner Investmentbank in London, da muss ich noch einen Case vorbereiten und zum Glück habe ich diese Skills hier gelernt, deswegen konnte ich das so schnell bearbeiten. Ja. Also die Reputation für ein nächstes Praktikum, was dann im Bulge Bracket sein könnte, sind sehr, sehr hoch. Also da muss man wirklich sagen, bin ich tatsächlich auch beeindruckt davon, wie viele unserer Ex-Praktikanten tatsächlich bei solchen Banken dann tatsächlich auch gelandet sind. Das beobachten wir auch bei unseren Leuten, im Gegensatz zu dem, was auch wieder in den Internetforen, die wahrscheinlich jeder erkennt, wen wir da meinen, rumgeschrieben werden, die meinen Big Four, dann das, dann das, dann das und dann vielleicht mal eine Bulge Bracket, ist halt eigentlich nicht so. Ne? Wenn du das Profil mitbringst, wenn du da warst, dann kannst du die Bewerbung rausschicken, wenn die ja geil sind und du weißt, wie schnell du die Interviews vorbereiten musst, so. Dann ist es halt auch relativ schnell möglich, weil jeder weiß, okay, wer mal TAS oder TS oder wie auch immer heißt, je nachdem, wo man, bei welcher Four man ist sozusagen, wenn das mal gemacht hat, dann ist man halt ready sozusagen, hat man das Know-how angesammelt. Von dem her sehr gut, dass du das jetzt auch nochmal bestätigst. Und vielleicht noch eine letzte Frage, die mich interessieren würde. Ist es dann auch schon in Ordnung, würdest du sagen, es ist in Ordnung, wenn man das auch so ein bisschen kommuniziert im Interview? Oder sollte das so klingen, also sind die Big Four damit in Ordnung, wenn man das quasi als Eintritts- oder Übergangspraktikum macht, sozusagen, wenn man auch sagt, hey, ich will euch mal kennenlernen, aber ich kann es mir vorstellen, bei einer großen Bank, Investmentbank sozusagen zu arbeiten. Sind die da dann immer noch mit d'accord, weil sie wissen, okay, der war mal in unserem Netzwerk, wir haben da dann auch jemanden drin, den wir kennen, oder ist es eher so, sollte man tunlichst vermeiden und auch wenn es halt nicht so ist, zumindest so tun, wie wenn man
forever da arbeiten möchte. Genau, also klar, ich kenne auch viele, viele Praktikanten, die ja sowohl das eine sozusagen sehr großtönig gesagt haben, boah, das nächste, was ich tue, ist dann, was er UBS oder Goldman Sachs und ich bin hier nur noch 3 Wochen und dann mache ich Tschüss und dann ist es vorbei. Klar gibt es auch solche Menschen und klar ist das natürlich für den aktuellen Arbeitgeber natürlich nicht so ein Vorteil, wenn ich nur höre, wie geil der nächste Arbeitgeber ist, ist offensichtlich. Natürlich, weil du hast so ein junges Team, du hast so junge Leute, da sitzen, na klar, erzählst du denen auch, hey, ich habe heute ein Interview bei XY Investmentbank und da muss ich mich noch vorbereiten, kriege ich die Zeit dafür oder ja, nach dem Praktikum habe ich jetzt eine Zusage bekommen für das Praktikum. Man unterhält sich da auch gerne und ganz wichtig ist natürlich, die Big Four ist ein riesen Netzwerk. Also natürlich, man bleibt in Kontakt, man kennt die Leute und klar ist auch, wenn man dann diese Kontakte auch behält, kann es auch Vorteile für einen selbst haben. Ne? Ja. Irgendwann. Top. Sehr geil. Vielen, vielen Dank für die Insights. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da können wir da ab und zu mal ein bisschen Feedback geben. Ansonsten, denke ich mal, wisst ihr Bescheid, wenn ihr da mal ein Praktikum machen wollt oder woanders in dem Bereich, mal auf farmgecareers.com gehen. Man sollte da nichts den Zufall überlassen. Da kann man echt bei jedem eigentlich nochmal was raus, sondern irgendwie im Bewerbungsprozess. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da alles richtig macht. Ansonsten, Yannick, nochmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne, danke. Keine Selbstverständlichkeit, dass du das hier mit mir machst. Ich hoffe, ihr honoriert auch mit einem Daumen hoch, einem netten Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße von David und Yannick. Ciao.